Hallo Leute und willkommen zurück zur Thief Challenge. Maike, was machst du jetzt? Du setzt dich jetzt dahin und quatscht ein bisschen mit Mali. Das finde ich schön. Könnt ihr mal über Spielzeug reden? Über Sim-Nahrung reden? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Da bin ich mal gespannt. Wie geht es den anderen so? Was ma Ach ja, du grillst ja. Oh Gott, hier stinkt was vor sich hin, ne? Wie gut, dass wir hier einen Mülleimer haben. Was waren das? Das waren 8 Frühstücks. Was? Frühstückseierlei, 8 Stück, oh Gott. Und die müssen wir jetzt, na, wenn sie denn wollen, müssen wir die wegwerfen. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich habe keinen Cheat aktiviert und nichts. Aber es geht. Ah, doch, jetzt funktioniert es, oder? Liegt es jetzt da hinten? Boah, wie schade. Jetzt haben wir 8-mal das Frühstück verkommen lassen. Das ist total schade. So, ihr zwei quatscht da gerade. Du hast aber auch Hunger, ne? Warum schnappst du dir nicht einfach mal was zu essen? Pass auf, wir machen das so. Du gehst ganz fix eben zur Toilette. Ich glaube, dann können wir das hier abbrechen. Dann gehst du erstmal zum Klo und dann gucken wir, ob noch was zu essen da ist. Das wäre total supi. Wie viel ist denn davon noch da? 4 Stück. Dann kannst du dir danach ein Gericht nehmen. Mali isst jetzt ein bisschen und Mali geht es sonst gut, ne? Mir fällt übrigens gerade noch was ein, was wir auf jeden Fall machen müssen. Was machst du jetzt? Möchtest du dir dann auch hier ein Gericht nehmen? Ah ja, das wäre total toll. Wenn du das dann auch tun würdest, dann kann ich das nämlich mit rüberziehen. Sehr schön. Dann kann ich das vorsichtig mit rüberziehen und hoffentlich hier in den Kühlschrank packen. Da klingelt gerade das Telefon. Na toll. Na toll. Na toll, na toll. So, rüberziehen. Und jetzt am besten einfach mal hier ablegen, damit ich jetzt nicht schon wieder den Fehler mache und dann einfach nochmal. Es will nicht. Es will nicht. Warum? Letztes Mal ging das anscheinend nicht, weil ich den Cheat aktiviert hatte. Move Objects. Den habe ich aber jetzt nicht an. Hat das funktioniert? Ich glaube ja. So, Maike, was ist mit dir? Du holst jetzt was zu essen. Mali, was machst du? Spülst du ab oben? Nee, es sah nur so aus, oder? Geschirr spülen. Doch. Ich wollte noch was machen. Das habe ich in der letzten Folge total vergessen. Ich habe mich ja doch dann relativ beeilt beim Zimmerbau, ist mir dann später aufgefallen. Ich wollte das hier aber noch in Blau oder Türkis. Auf jeden Fall wollte ich das noch ändern. Oder ist das dann hier zu krass blau? Ich finde das toll so bunt. Ich mag das. Das bleibt jetzt so. Und was ich auf jeden Fall machen muss, ist automatische Lichter, alle Lichter. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Du möchtest jetzt Fernsehen schauen? Nein. Weißt du was? Ich bin dafür, dass du ein bisschen hier in deinem Zimmer spielst, ein bisschen experimentierst. Wann musst du denn überhaupt zur Schule? Das ist jetzt gerade die Frage. 11 Stunden. Okay, also wie alle anderen auch ganz normal Donnerstagmorgen dann zur Schule gehen. Ihr schlaft da jetzt noch. Okay, ihr solltet auch ein bisschen schlafen. Wow, vor allem Olivia. Du pennst auch noch, Marc pennt auch noch. Dann lass ich euch da mal machen. Maike, du isst jetzt noch. Und dann kannst du gleich, ja, müssen wir mal schauen. Und du experimentierst da. Ach, ich finde das toll. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag es, dass die Alien-Mali der anderen Mali so unähnlich ist irgendwie, dass sie doch komplett anders aussieht, auch mit der Haarfarbe und so. Ich finde es total witzig. Bringt zum einen ein bisschen Abwechslung, zum anderen, oh Gott, du Arme, zum anderen ist es auch irgendwie so ein bisschen realistischer, oder? Ach schön, die beiden sitzen hier zusammen. Was ist denn mit dir los? Was war das denn? Du freust dich, weil neues Baby. Ach so, ja, natürlich. So, kannst mal ein bisschen hier mit der Maike quatschen. Und dann müssen wir mal schauen. Irgendwie will es heute nicht, ne? Oder ich ziehe einfach blöd. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe, es liegt jetzt nicht darunter. Und ja, wir müssen schauen, was wir heute machen. Willst du nicht erstmal. Du gehst erstmal zur Toilette. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich weiß genau, was Marc. Stopp, stopp. Ich weiß genau, was Marc vorhat. Du gehst jetzt erstmal bitte zur Toilette. Er möchte nämlich was von der Kuhpflanze essen. Ja, das habe ich mir gedacht. So, du gehst zur Toilette. Dann holst du dir was Leckeres zu futtern. So, ein Gericht nehmen. Das hier brechen wir auf jeden Fall ab. Und du fütterst die Kuhpflanze. Und was ich eigentlich sagen wollte, dann müssen wir schauen, was wir heute so machen. Also, wenn die Kinder nachher in der Schule sind, dann gehen wir auf jeden Fall klauen. Also, so viel ist klar, das muss sein. 31.000 jetzt, dass wir noch ein bisschen was dazu bekommen und dann mal schauen, wann es hier mit unserem Hausbau weitergeht und ob ich dann irgendwann tatsächlich meinen geliebten Pool unten noch bekomme. Also, normaler Pool und auch eine Whirlpool. Maike, warum bist du beschämt? Hat die Mama da was Blödes gesagt? Oder hast du was Blödes gesagt? Unbehagliche Begegnung. Über Schule reden. Mach das doch mal. Was müsstest du eigentlich noch tun? Mit einer Spielsache und Level 5 der Kreativitätsfähigkeit. Okay, das ist ja kein Ding. Ihr zwei seid sowieso mit Schlafen beschäftigt. Das ist okay. Und wie sieht's bei dir aus, Mali?
Alles gut? Ich freue mich auch schon total, hier mal dran zu spielen. Sim herausfordern, Spiel ändern, spielen mit. Also das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vor allem finde ich das total süß mit dem Lama hier. Müssen wir auf jeden Fall bei Gelegenheit mal machen. So, lasse ich dich da jetzt noch ein bisschen. Du bist eigentlich schon müde, ne? Du könntest eigentlich, pass auf, ich schicke dich hier zur Toilette, könntest eigentlich zum Klo gehen und dann auch direkt schon in dein Bettchen. Dann können wir das nämlich abbrechen und gucken mal, ob die anderen dann jetzt auch ins Bett gehen. Es ist 23 Uhr. Wisst ihr was? Das machen wir. Du gehst schlafen. Du musst jetzt leider noch eben essen. Marie? Marie, dich wollte ich doch. Du musst noch essen, ne? Wo bist denn du überhaupt? Marie? Wo gehst du? Oh, jetzt gehst du da hinten hin. Ja, gut, dann geh da hinten hin. Ach, der Marc sitzt auch noch hier. Ja, dann ist es natürlich okay. Dann setz dich hier ein bisschen zum Papa. Könnt ihr ein bisschen quatschen? Und über Süßigkeiten schwärmen, das ist doch schön. Zuspruch geben ist auch immer nett. Ich darf hier mal wieder den Teller wegräumen. Hat es funktioniert? Es wird trotzdem rot. Ich weiß nicht warum, aber es passt schon. So, oh, das hast du aber nicht schön hinterlassen. Aber gut, das kann dann, keine Ahnung, Maja, Marc, morgen früh irgendwie sauber machen, ist dann schon in Ordnung. So, dich schicke ich danach direkt ins Bett. So, hier ist dein Bettchen. Nach dem Quatschen und Futtern schlafen gehen. Maja, du bist auch schon im Bett. Schläfst du richtig oder machst du nur ein Nickerchen? Du schläfst richtig. Das ist auch okay. Obwohl, oh Leute, jetzt ist sie wieder rothaarig. Ich habe extra darauf geachtet. Ich habe sie ja vor der letzten Folge habe ich sie noch mal umgezogen und die Haarfarbe geändert und habe es eigentlich bei allen Outfits geändert. Jetzt ist sie hier wieder rothaarig. Das ist ganz schön blöd, wenn ich das mal so sagen darf. Ist das ganz schön blöd. So, du musst dann bald zur Toilette, ich würde sagen. Du quatscht sie da jetzt noch voll, ne? Nee, weißt du was? Du lenkst sie nämlich nur ab. Dann bin ich dafür, dass du das. Was macht er? Dass du das mal eben selber wegräumst. Oh nein. Wie teuer wäre es? 125. Jo, das ersetzen wir. Dann gehst du zum Klo. Dann kannst du das hier aufwischen. Und dann schicke ich dich auch ins Bett, weil dann können wir nämlich jetzt ein bisschen vorspulen. Dann haben jetzt alle hoffentlich soweit zu tun. Du isst da jetzt auch nur noch auf und dann passt das schon. Boah, es ist auch schon 1 Uhr. Es ist schon 1 Uhr, Kinders. Kinders, es ist zu spät für euch. Ihr müsst ganz schnell ins Bett. Wie er da im Wahn abspült. Finde ich ja auch lustig. So, mein Lieber, ab zur Toilette, ne? Du musst doch so dringend. Aber er spült immer noch ab, obwohl gar nichts mehr da ist zum Abspülen. So, jetzt geht er zur Toilette. Und dann bist du doch jetzt auch gleich fertig, ne? Ja, ganz so lange dauert es nicht mehr. Okay, ich glaube, wir haben heute mit den Kindern gar keine Hausaufgaben gemacht, ne? Wie üblich, kennt man ja. Ich meine, wann machen wir hier schon mal Hausaufgaben? Sag mal, Marc, bist du ein bisschen langsam mal wieder? Ja, ne? Ich glaube schon. Echt total wahnsinnig am Aufwischen. So, du kommst auch und gehst nach oben. Das ist schön. Wo bist denn du? Bist du schon oben, Marie? Das ging aber fix. Ja! Marie, ab ins Bett mit dir! So, Marc, ab ins Bett mit dir. Marc? Marc, ab ins Bett mit dir. Ja, sehr schön. So, er ist auch am Schlafen. Dann gucken wir mal, wer jetzt als erstes aufstehen wird. Hallo, Olivia. Pass auf, ich schicke dich zur Toilette. Boah, du hast voll wenig Spaß, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Und die waren die Hausaufgaben, das waren doch die von ihm jetzt. Ja, okay. Gehen wir bitte erst zur Toilette, dann gucken wir. Was haben wir denn hier noch? Rührei hergestellt von Maya Moon. Das könnte sie sich ja eigentlich nehmen, ne? Das nimmt sie sich ja dann unten raus. Und dann würde ich sagen, kann sie dazu dann auch hier unten ein bisschen Fernsehen schauen, Kanal schauen. Eventuell mal den, was können wir gucken? Eventuell den Kochkanal, damit du da einfach ein bisschen besser wirst. Was ist mit dir? Du hast Hunger und musst duschen. Okay, es ist jetzt 3:30. Weißt du was? Weißt du was? Dich wecken wir auch mal auf und dann kannst du hier oben unter die Dusche gehen, schnell duschen. Das sollte ja hoffentlich kein Problem geben, oder? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir, Olivia? Spitzt du ein bisschen? Ah, gut, das funktioniert aber. Das ist schön. Dann hüpfst du da jetzt erstmal unter die Dusche und kannst dir dann gleich was zum Frühstücken hier aus dem Kühlschrank nehmen. Eigentlich egal, aber ich wollte nur, dass er dann hier unten irgendwo rumsitzt. Tofu-Burger, ja, das kommt auch super zum Frühstück. Und wer von den Kindern steht dann als erstes auf? Dir geht es soweit gut. Dich lasse ich dann auch noch schlafen. Dich auch. Ja, gut, Marie. Marie? Warum bist du so schnell ausgeschlafen? Was ist da los mit dir? Gut, Maja muss noch ein bisschen und mag dann sowieso, ne? Okay. So, sie nimmt sich das Frühstück, geht damit auch runter. Sie kann es jetzt doch hier rausnehmen? Ich glaube, es ist doch egal, ne? Also ich denke, die Kühlschränke sind im Endeffekt wie zusammengelegt.
Aber sie können es überall rausnehmen, so denke ich mir das. Ich fände das auch voll schön, wenn die beiden hier mal romantisch rumsitzen würden. Aber bis jetzt hatten wir noch nicht wirklich die Gelegenheit dazu. So, Madame, du kannst aufstehen. Gucken wir nach den Hausaufgaben, ob wir die machen. Hausaufgaben machen. Die sind wieder ein bisschen buggy. Machst du sie jetzt trotzdem in deinem Zimmer? Das wäre total toll, wenn das jetzt doch funktioniert. Ja, sieht gut aus. Okay, Icke, was ist mit dir? Dann kannst du jetzt auch aufstehen, 4:30. Wow, eine super Zeit, um wach zu werden. Dann kannst du auch deine Hausaufgaben machen. Und dann könnte Mali eigentlich auch aufstehen. Dann kannst du nämlich auch schon deine Hausaufgaben machen und dann super vorbereitet zur Schule gehen. Machen die jetzt alle ihre Hausaufgaben in ihren Zimmern? Nee, Maike nicht. Maike, warum machst du das nicht? Wo gehst du hin? Gehst du hier rüber? Sie geht hier rüber, setzt sich dazu. Oh, und Mali ist da ganz alleine. Wir müssen auch auf jeden Fall, werden wir auch tun, wenn die Kinder heute aus der Schule wiederkommen, dann machen wir natürlich was mit denen zusammen, ne? Dass hier die Beziehung mit Mali, Maike und Marie ein bisschen gefestigt wird, weil die haben noch gar nicht so viel zusammen gemacht. Und das sollen wir natürlich nicht vernachlässigen, das möchte ich nicht. Ihr schaut da jetzt beide Fernsehen. Maya ist auch schon wach. Ich bin heute nur damit beschäftigt, zu gucken, wie es euch geht. Kann das sein? Habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Aber gut. So, du schläfst, wie gesagt, noch. Dich lasse ich auch noch ein bisschen, bis die Kinder dann in der Schule sind. Und du könntest, wenn du da gleich auf dem Klo warst, könntest du hier eigentlich mal das Waschbecken sauber machen. Das wäre echt gut. Ach, ich finde das ja irgendwie putzig, dass sie hier rüber geht. Das finde ich echt toll. Gefällt mir. So morgens 5:30 erstmal Hausaufgaben machen. So, du bist fertig. Ein Glas Wasser nehmen, Zähne putzen, säubern. Kannst du mal? Ach, das ist doch schön. Und ihr zwei, auch alles gut bei euch? Ihr macht keine Hausaufgaben. Nee, nee, ihr macht auf gar keinen Fall Hausaufgaben. Vor allem sie hat immer nur noch die von der Grundschule. Da wird sie doch hier nie weiterkommen. Tagesaufgabe, Hausaufgaben. Aber wisst ihr was, das macht auch nichts. Wir haben so viel zu tun mit unseren ganzen Sims hier. Da finde ich das auch nicht schlimm, wenn sie jetzt als Beispiel abspülen geht. Nee, wenn sie jetzt als Beispiel einfach mal keine Hausaufgaben macht, finde ich halb so wild. Was machst du? Du gehst nach oben, ne, zum Abspülen. Ach Gott, du bist auch so ein Spinner. Du bist so ein Spinner. Ist die Mali auch fertig? Dann würde ich sagen, über Süßigkeiten schwärmen, über Spielzeug reden. Ach, du bist noch gar nicht fertig. Warum geht sie jetzt runter? Ach so, wie immer, weil sie Fernsehen gucken wollte und ich dann gesagt habe, sie soll hier oben bleiben. Okay, was ist mit dir? Du möchtest da auch gerade spielen. Willst du nicht mit der Mali quatschen, unglaubliche Geschichte erzählen? Umarmen. Ja, umarmen kannst du mal machen, sofern sie dann gleich hier fertig ist. Das wäre voll schön. Oh ja, Mädels, kommt hier ins Zimmer. Haben wir noch Zeit zu spielen? Haben wir noch Zeit? Das wäre total toll. Ach, ich finde das witzig, wie die beiden hier stehen. Ach, ist das schön. Ist sie fertig? Mali, bist du fertig mit deinen Hausaufgaben? Huch. Bist du fertig? Es sieht so aus. Nee, ist sie nicht. Sie hat jetzt umarmt. Sie hat jetzt eine Pause gemacht von den Hausaufgaben. Okay, dann müssen wir das mit dem. Was hast du denn da mit der Karotte? Dann müssen wir das Spielen echt auf heute Nachmittag verlegen, wenn dann alle wieder da sind. Dann mach das doch jetzt noch mal zu Ende, weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch hinbekommen, oder? Wenn wir das hier mal eben abbrechen. Die machen gerade wieder gar nichts, ne? Du bist doch gleich fertig, Mali. Du musst hier nur noch eine Seite oder so lesen. Das ist nicht mehr viel. Genau, lies einfach mal weiter. Spielen mit. Kann ich mit den beiden spielen? Das müsste doch gehen, ne? Setzt euch schon mal hin, Mädels. So, Mali liest dann noch. Olivia hat sich umgezogen. Ah, wie geil. Ah, wie geil, die legen hier direkt schon los. Okay, Mali, setzt du dich jetzt auch dazu? Mali! Mali, setz dich doch dazu. Ja! Ach, toll! Und nu? Und nu? Oh nein! Das war ja eine schnelle Runde. Das war echt eine schnelle Runde. Ist das jetzt wirklich. Oh, wow. Es baut sich ja hier wie von Geisterhand wieder auf. Boah, was war das denn? Total locker, sie hat noch weggeguckt. Maike auch. Ach, wie geil.
gucken die einfach weg und ziehen da ganz locker einfach mal so ein Stöckchen raus. Das finde ich ja toll. Ach, schön. Das gefällt mir. So, halbe Stunde noch. Dann müsst ihr alle in der Schule sein. Du bist da unten auf dem Laufband. Du hast die Gartenfähigkeit erworben? Oh nein. Oh nein, Olivia, du bist krank. Kuhpflanze. Olivia, du bist krank. Das ist nicht schön, aber ich denke, du bist nicht so krank, als dass wir Medizin brauchen, oder? Und was ist mit Marc? Müsste der jetzt nicht auch mal langsam aufstehen? Ja, gleich. Der müsste dann gleich auch irgendwann aufstehen. Ach, ich finde das super lustig. Ich finde es echt super lustig, aber ich glaube, Mädels, wir müssen das jetzt abbrechen. Wir müssen das jetzt leider abbrechen, denn ihr müsst zur Schule und es wäre echt schön, wenn ihr ausnahmsweise mal pünktlich kommen würdet. Das wäre echt toll. Also, zieht euch um, macht euch auf den Weg in die Schule. Es ist schon sehr spät. Toll. Ja, sie hat sich auch umgezogen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas zu bedeuten hat, wenn dann mal ein Alien-Kind in die Schule geht. Ob sie da enttarnt werden kann, weil sie geht ja jetzt komplett als Alien. Oder ob dann jemand was sagt. Ich bin gespannt. Es bleibt weiterhin spannend. Und du futterst da jetzt noch ein bisschen. Okay, ich würde sagen, sind alle unterwegs? Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir warten, bis Maya aufgegessen hat. Dann wecken wir Marc und dann gehen wir mit den beiden ganz schnell los und schnappen uns irgendwas Wertvolles. Vermutlich werden es die PCs beim Life is Strange Haushalt. Ich meine, was auch sonst, ne? Da kann man immer so gut hingehen und denen die komplette Bude ausräumen. Maya? Isst du auch mal weiter? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich vorspule, dass das dann ein kleines bisschen rumspinnt, oder? Aber Hauptsache, es läuft heute. Hauptsache, es läuft. Das ist gerade das Wichtigste. Oh, du warst traurig. Warum? Lama am Boden zerstört. Oh nein, du hast verloren. Ja, Maike, das passiert leider. Das tut mir wirklich unfassbar leid. Und er schläft und schläft. Ich spule das jetzt nochmal vor. Du musst doch hier mal irgendwann fertig sein. Kannst doch nicht so lange an deinem Hotdog hier rummümmeln. Tofu-Hotdog. Na, ich weiß ja nicht. Seht ihr, das geht überhaupt nicht. Ah, doch, jetzt geht's voran. Jetzt geht es voran. Und jetzt bist du auch fertig. Sehr schön. Dann gehen wir nämlich direkt los. Das kriegen wir in dieser Folge noch hin, dass wir ein, zwei Sachen mitgehen lassen. Und dann, wo wollte ich hin? Genau, Life is Strange. Da wollte ich hin mit meinem geliebten Marc. So, wir machen auch wieder ganz schnell. Ach, er hat wieder sein wunderbares Sommeroutfit an. Müssen wir heute gar nicht an die Tür klopfen? Was ist da los? Hier hingehen. Was? Müssen wir etwa heute nicht an die Tür klopfen? Wenn ja, warum? Sind hier überhaupt noch PCs? Ich bin jetzt hier. Oh, da ist noch einer. Ich bin jetzt hier so zielstrebig hingegangen. So, Mehrauswahl, versuchen zu stehlen. Kommst du da echt schon rein? Marc, wo gehst du hin? Marc, du kannst erstmal hier hinkommen. Und dann gucken wir mal. Also, die sind echt alle schon weg. Ach, krass. Ich dachte, hier würden noch voll viele stehen. Der ist auch weg. Aber der hier ist noch da, ne? Der ist noch da. Und da hinten ist auch noch einer. Sind das die gleichen? Sind die beide gleich wertvoll? Ich glaube ja, oder? Ich muss mal eben gucken. Ich habe das Gefühl, die Kamera spinnt hier auch ein bisschen rum. Ja, das sind definitiv die gleichen. Aber du hast einen anderen. Stopp mal eben. Stopp. Stopp, stopp. Du hast doch einen anderen. Das ist ein wertvoller. Das ist einer, der super wertvoll ist. Okay, passt auf, wir machen das so. Marc, du gehst hier hin. Du bist da vorne eifrig am Klauen, ne? Das ist auch schön so, dann kannst du den mitnehmen und gleich den guten Marc Jefferson da hinten ein kleines bisschen ablenken, weil dann möchte ich jetzt gerne den teuren PC mitnehmen. Ich weiß, es ist eigentlich im Endeffekt total egal, ob wir den jetzt mitnehmen oder beim nächsten Mal. Das ist eigentlich wirklich egal, aber ich möchte ihn gerne jetzt haben, weil ich so gierig bin. Maja, beeil dich. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der Marc hier gleich was mitgehen lässt. Kannst du dich nicht einfach mal hinsetzen? Genau, setz dich einfach mal hin, bereite dich schon mal vor und komm bloß nicht auf die Idee, da irgendwas anderes zu klauen. Ich werde dich genau beobachten. Er hämmert da wild rum. So, stell dich bitte lustig vor. Das wäre total supi. So, so. Ja, hallo, hallo, hallo. Und dann können wir dir Zuspruch geben und dann können wir mit dir hier plaudern. Bargirl, Duffy. Oh, hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben, hier Yes, bleiben. yes. Bleib hier, mein Lieber, bleib hier. Du bist gleich an der Reihe. Du bist gleich an der Reihe. Warte nur ab. Kommt er da nicht vom PC weg? Doch, kommt er. So, hier hingehen. Sehr schön. Tür ist dazwischen. Tür ist hoffentlich gleich zu. Mehr Auswahl. Versuchen zu stehlen. Parnaquab Dufa?
Ach, ich finde das so toll, wie die sich hier immer gegenseitig, hier die Leute ablenken. So, ab zurück nach Hause. Ich glaube jetzt echt, das war der viel wert ist und der andere ist der 3200er. Dann sind wir jetzt auf wie viel? 44.000 oder so. So, wie spät ist es? Ach, 11 Uhr, das geht ja noch. Das geht ja noch voll klar. Dann können wir mit den beiden noch was machen. So, 8.000, 3.200. Ach, das sind die ganzen Gegenstände. Ach ja, das sind die aus dem Zimmer, die ich nicht... Das hier auch? Ja, klar. Ach, stimmt. Das hat irgendwer mitgehen lassen, denke ich mal, ne? Genauso wie das hier. Was ist das denn? Viktorianische Ladypuppe mit Hut. Wie groß ist die? Ach Gott, die ist so winzig. Nee, die kommt weg. Das kann im Inventar bleiben. Das bringt uns sowieso nichts. Und ich hatte recht. Wir sind auf 44.000 Simoleons. Das ist wunderbar. Gut, hier sind wir jetzt natürlich logischerweise wieder ein bisschen runtergegangen. Das ist ja kein Thema. Aber ich denke mir, also wir brauchen 50.000... Ja, wir brauchen insgesamt noch so um die 70.000, sage ich mal. Und für die 50.000 bekommen wir hier auf jeden Fall einen Poolraum. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das damit hinbekommen. Und ansonsten müssen wir mal schauen, wofür wir unser Geld so ausgeben. Ich würde aber sagen, Maya, was hast du vor? Du gehst nach unten. Oh, Training. Ja, okay. Ich würde sagen, die Kuhpflanze hat schon wieder Hunger. Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge möchte ich ganz gerne noch ein bisschen was mit den Kindern machen, dass wir auf jeden Fall nochmal auf den Spielplatz gehen und eventuell ein paar andere Kinder zu uns einladen. Marc, spinnst du rum? Nee. Und ich habe es natürlich nicht vergessen, Marie und Maike altern zu lassen. Werden wir machen, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt in der nächsten Folge erstmal noch ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen. Also mit den kleinen Kindern, in Anführungsstrichen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.